Es geht wieder los. Endlich. Als letztes Land greift FC Liechtenstein in die Nations League 2020 ein. Gegen San Marino, aber nicht in San Marino, sondern in Rimini. Wegen Corona ist alles anders als gewohnt. Das sehen auch die beiden Nationalspieler Daniel Kaufmann und Andi Malin so. Ja, auf jeden Fall. Es ist eine sehr spezielle Situation, wie du gesehen hast. Aber ich denke, wir haben das Beste daraus gemacht aus dieser Situation. Und wir freuen uns jetzt, dass morgen das Spiel losgeht. Ja. Ja, auf jeden Fall. Also mit dem ganzen Corona, mit dem Test und alles und mit den Hygienevorschriften, ist schon ein bisschen speziell. Im Lager der Liechtensteiner hat man kein grosses Geheimnis daraus gemacht, dass man sich etwas erwartet in der Gruppe mit San Marino und Gibraltar. Was aber braucht es gegen Teams wie San Marino, um erfolgreich zu sein? Ja, Leidenschaft, denke ich, braucht es auf jeden Fall. Also wir müssen sehr alles raushauen, was wir haben. Und danach habe ich ein gutes Gefühl. Und eben, wie du gesagt hast, wir haben eine gute Chance setzen. Wir spielen gegen zwei Mannschaften, die auf Augenhöhe sind. Und es kommt sehr selten vor. Und darum erhoffen wir uns auch schon, dass wir da etwas reissen können. Also wir wissen, es wird sehr schwierig. Also wir haben das Spiel von San Marino gegen Gibraltar angeschaut und gesehen, dass sie kompakt stehen und in der Zweikampf heiß sind, aggressiv. Und also es wird sehr nicht einfach machen. Und dann haben wir natürlich ein bisschen Glück, braucht man immer. Und wir müssen halt konzentriert spielen, kein Fehlpass und dann irgendwie Torschüsse, egal wie, Hauptsache wir machen eins und hinter Kass kriegen. Respekt vor dem Gegner ist sicher angebracht, aber hat Liechtenstein nicht den Anspruch, besser zu sein als San Marino? Also individuell sind wir auf jeden Fall stärker besetzt, aber wie ihr seht, gegen vermeintlich Schwere ist auch immer schwierig zum Spielen. Schwierig zu sagen, ich kenne sie zu wenig. Wir haben vor 6 Jahren mal gegen sie gespielt. Wir haben dort gewonnen, aber in 6 Jahren hat sie viel getan. Und ich denke, ja, es ist sehr ausgeglichen. Ich denke, 50-50. Die UEFA lässt bis auf Weiteres auch in der Nations League keine Zuschauer zu. Für Daniel Kaufmann und Andreas Malin ist das aber kein grosses Problem. Ja, allzu viele Zuschauer haben wir sowieso nicht. Also darum ist sicher nichts da. Kein grosser Unterschied, denke ich. Wir sind so vom Verein gewohnt, vor allem die Amateurspieler, dass wir sehr bei wenig Zuschauern spielen. Darum denke ich, ist es ja, keine grosse Sache. Und es ist schon so länger so, dass es keine Zuschauer darf. Ja, sagen wir so, es sind ja sowieso nicht so viele Zuschauer bei uns. Darum, klar, es ist schon was anderes, aber jetzt nicht so brutal. Sowohl der Andreas Malin als auch der Daniel Kaufmann kommt aus Verletzungen zurück. Beide meinen aber, dass sie parat sind. Also im Frühjahr während der intensiven Corona-Zeit bin ich eben verletzt gewesen. Aber dann ab Ende Mai habe ich wieder voll mittrainiert und seit dort habe ich eigentlich auch bei uns in die Meisterschaft weitergegangen. Habe ich jedes Spiel gespielt, also ich fühle mich fit. Also ich spüre es ab und zu nach Verletzung, Sprunggelenk, wo ich im Februar operiert habe. Ich spüre es immer noch ein bisschen, aber auf einem guten Weg. Es langt für 90 Minuten, danach würde ich es wieder ein bisschen spüren, aber es passt so weiter.